Servus, liebe Leute. Junge. Servus, liebe Leute, willkommen zur nächsten Folge. 1 Million Euro Challenge. Ich fange jetzt dann mit Säen an, nur mir ist aufgefallen, damit ich kein Saatgut habe und ohne Saatgut, ist ja klar, geht nix. Ich rufe jetzt einfach mal schnell der Landmaschinenhändler an, der Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Hofler. Hi. Ich richte Saatgut. 3100 Liter. Okay. Soll ich die Ihnen vorbeibringen, weil ich muss nachher noch kurz zum Herr Schraben? Da könnte ich eh kurz bei Ihnen vorbeifahren. Und wie lange wird das gehen? Ich würde jetzt 10 Minuten, Viertelstunde. Okay. Super. Danke. Bis dann. Bis dann, ciao. Okay, also. Dann fahre ich die Sämaschine schon mal raus. Hängen sie schon mal an. So. Und stelle sie hier mal hin. Und dann laufe ich mal schnell zum rüber zum Herr Stronz, weil der ist ja immer noch am Einsammeln. Ich frag ihn mal, ob es läuft. Herr Stronz? Ja? Klappt's bei Ihnen? Ja, funktioniert alles. So, sag mir einfach Bescheid, wenn irgendwas nicht klappt. Okay. Tschüss. Okay. Gut. Dann hoffe ich, damit jetzt irgendwann ein Landmaschinenhändler kommt. Ein bisschen stressig heute. Oh, der Hans ruft an. Hallo Marvin. Hi Hans. Hast du gerade Zeit? Ja, ah, ja, geht so eigentlich. Ich bin gerade voll im Stress. Ich brich nämlich nur einen Abfahrer für Getreide. Okay. Auf dem 8.18er, 8.20er. Ist es ganz dringend? Ja, weil der Lohn neben der Tisch gerade bei mir und ich habe auch noch viele andere Sachen zu tun. Okay, ja. Okay, gerne. Sie haben ja vorher gesagt, dass jemand nutzt. Oder erwartet sie noch jemand, wenn sie das so klingt, ich sag jetzt mal so. Was nochmal? Es hat vorher so gelungen, als erwartet sie jemand. Ja. Ja, wen? Na, der kommt gleich zu mir. Ja, ich sehe ihn auch gerade hier auf der Hochbahn. Ah, der kommt gerade zu Ihnen. Ja. Ja, okay, was? Ja, okay, vorher gesagt, ja, kommt zu mir. Okay. Dann komme ich einfach gleich zu dir und dann. Ja. Okay. Also, ciao. Ja, bis dann. Ciao. Hi, Amelo. Hi. Ich habe hier Sachen dabei. Jo. Super. Ich muss gleich weiter. Stellen Sie mir das einfach da vorne unter den Unterstand rein. Am besten laden Sie es gleich auf, weil ich habe nichts dabei, wo ich es abladen kann. Aber wir können es gleich in die Sämaschine einladen. Okay. Kann man Ihnen heute noch irgendwas helfen, weil ich habe jetzt keine Arbeit mehr und... Ja. Können Sie sehen gleich. Okay. Gleich auf Feld, also wenn Sie wollen. Ja, okay. Wenn Sie Zeit haben. Gleich ja, auf das Feld passt. 98. Okay, ich muss nur noch kurz zu Herrn Schramm und dann kann ich das gerne machen. Übergeben Sie mir halt die Schlüssel von Ihrem Bulldog. Ja, ganz kurz. Herr Schron? Hallo, ja, ich bin jetzt fertig, ich gehe dann wieder. Okay, danke fürs Machen, gell? Okay, ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, also dann
Dann fahre ich ihn jetzt kurz hinten an die Sam-Maschine hin, dann laden wir es kurz ein. Okay. Müsste um die Ecke schon gehen, oder? Ja, perfekt. Ja, geht. Perfekt, lädt auf. Jo. Ich glaube, die Maschine auch hier. Ah, das halt, geht nicht, halt, das halt. Geht nicht, das geht nicht. Okay. Das macht dann einfach, warten Sie mal kurz, 2500. Okay, überweise ich Ihnen gleich. Also, Thorsten Müller, Geld an Hof überweisen, 2500. Bitteschön. Danke. Dann gehe ich jetzt kurz zu Herrn Schramm und dann... Ja. Mach ich das bei Ihnen. Aber ich sehe gerade, da ist noch ein bisschen was übrig. Haben Sie nicht ganz berechnet? Nee, das ist so, ich fülle den Anhänger immer, weil falls es mal einen Notfall gibt, kann ich da gleich dann hinfahren und kann es bringen. Ich habe für Ihnen jetzt, Sie haben ja gesagt, wie viel Sie brauchen, 3100. Dann habe ich kurz durchgerechnet, was es kostet. Und dann müssen sie einfach nur abladen und fertig. So läuft es bei mir. Ach so, Also ich packe da nicht für jeden extra auf. Okay, wollen Sie da den Hänger kurz da lassen? Ich habe jetzt keinen Gabelstapel, gar nichts bei mir. Brauchen Sie doch gar nicht. Ja klar, Sämaschine ist voll. Ja, ich habe Ihnen jetzt ja genau das gegeben. Ich habe Ihnen nur diese 3100 Liter berechnet. Ach so, die nehme ich jetzt dann wieder mit. Ja, weil das habe ich gar nicht mitberechnet. Ach so, okay, jetzt komme ich auf. Okay, passt schon. Okay, also dann hier der Schlüssel. Danke. Und danke ich. Bitte passen Sie auf. Jo. Okay. Sie haben gesagt auf Feld. Ach so, Feld 98 und wenn Sie es hinkriegen, sogar auch noch 128. 98. Und 128 bitte. Auf 98 Weizen und auf 128 Sojabohnen. Okay. Super. Danke. 98 Weizen. Genau. Perfekt. Und auf 128 Sojabohnen. Jo. Gehe ich jetzt kurz zur Schramm und dann. Jo, ich muss jetzt auch zu dem. Okay, dann sehen wir uns. Ja, bis gleich. Ciao. Also, dann fahre ich schnell das Auto hier raus, fahre zum Herr Schramm. Dann, auf geht's mit 8, mit dem 820er fahren, Event. Also, ich merke, derzeit läuft's wieder echt richtig gut und jetzt merke ich auch, jetzt komme ich endlich mal so richtig ins Geschäft rein. Jetzt wird gearbeitet. Nicht so wie im alten Dorf, bin ich einfach nicht so richtig dazu gekommen und dann haben wir ja das Dorf wechseln müssen. Aber jetzt geht's mal so richtig los. Und damit der Herr Müller seine Hilfe angeboten hat, das ist auch echt sehr nett. Also, geht's. Wann ist er denn sogar gleich da hoch? Ist ja nicht weit weg. Vorne ist der Herr Müller. Der hat irgendwie gerade ein bisschen Probleme. So. Gucken wir mal, wo der jetzt ist. Daher. Wo der Schramm. Wo der Herr. Der Schramm ist. Da, Hans. Ich muss da wieder echt klarkommen. So. Ich sehe nirgendwo der Hans. Ich rufe mal schnell an. Hans Schramm. Hallo Hans. Hallo Herr Müller. Marvin. Marvin, ich voll lauter Herr Müller und so. Ja. Ich bin bei dir auf dem Hof, ich sehe dich nirgendwo.
Wissen Sie noch, wo mein alter Hof war? Ja. Ja, genau da oben steht mein, der A20er. Okay. Dann fahre ich da schon hin. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. So. Dann fahren wir schnell hin. Fahren schnell. So, 28er und holen den Bulldog ab und helfen dem Hans aus. Timelapse anfangen. So. Sind wir da? Ja, hier ist jetzt der alte Hof und ich sehe nirgendwo einen 28. Ich sehe ja auch auf dem Hof keinen 28er. Ach, da vorne. So, dann fahren wir jetzt hier mal ein bisschen Offroad. So, wo ist er jetzt? Ich rufe mal schnell nochmal an. Ich komm grad, Marvin. Okay. Das Kind fahrt sie noch einfach zu Reifeiser. Achso, der ist voll. Ja. Zu Reifeisen. Wo ist die? Ja. Einfach zu so durchfahren. Okay. Ja. Dankeschön fürs Helfen auch noch. Bitte. Tschüss. Ciao. Morgen. Also, dann fahren wir jetzt zum Reifeisen, bringen das weg. Den Hans. Dann sieht man sich gleich wieder beim Reifeisen. So, dann sind wir jetzt beim Johannes Müller angelangt. Und tanken gleich ab. So. Gucken wir mal das ganze Spektakel hier an. Mal das ganze Spektakel von außen angucken. So. Dann rede ich mal schnell mit ihm, ob er fertig ist oder ob man nur irgendwo brechen muss. Aber der haut gerade ab. Der haut gerade ab. Der hat Angst vor mir. Wie fährt denn der in der Gegend rum? Ah, jetzt hält er an. Jetzt kann ich schnell aussteigen, schnell ziehen. Herr Müller. Ja. Muss man noch irgendwo mehr dreschen? Ja, auf Feld 50. 50, okay. Ich fahre ihn ja einfach hinterher. Oder sie können gleich danach fahren. Okay. Ich muss jetzt hier abholen. Okay. Ciao. Jo. Ciao. Okay. Also dann mache ich das ganze Dreschen noch mit Johannes Müller alleine.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.